Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Cityconomy, ne? Wisst ihr Bescheid? Und so, Cityconomy ist am Start, wir haben einen Auftrag, Plastikrecycling und wollen aber mal zu den Ausrufezeichen ganz kurz fahren und mal schnell snacken, was da so los ist. Ja, hier, die ziehen wieder einfach alle raus. So, hier müssen wir rechts rum, genau. Huch. So, und hier unten irgendwo muss das Fragezeichen, das Ausrufezeichen sein. Das ist da hinten die. Ah ja, das ist die junge Frau, genau. Die hatten wir ja schon mal bei Renji gehabt. Genau. Wo wir zusammengespielt haben, die ich nicht gesehen habe. Das war echt so ein bisschen fail. So. 70.490 an Kohle haben wir auch schon. Guck, die winkt auch schon freundlich. Hallo. In diesem Stadtteil ist immer ein bisschen schmutzig, aber in letzter Zeit sind die Bürger etwas unordentlich geworden. Kannst du ihnen bei der Eingewöhnung helfen und die Müllcontainer leeren? Ja, kann man machen. Job annehmen, geht gerade nicht. Achso, hier, das ist die Story-Quest. Ah, und guck mal, da gibt es 18 zufriedene Gesichter. Das ist natürlich cool. Dann machen wir erstmal ganz schnell das Recycling hier. Das Papier, das Plastik. Weil... Dann können wir nämlich den Job auch annehmen. So, wir brettern einfach mal hier drüber, ne? Ihr kennt das ja von mir. So. Da können wir richtig gut Punkte machen jetzt. Ich überlege mir gerade, wie rum ich fahren muss. Ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal... So, die dürften auf der... Stehen die auf der rechten Seite? Oder auf der linken Seite? Die stehen auf der rechten Seite. Dann können wir die hier direkt mal so einladen. Die grünen Tonnen. Ja, einmal hier wieder ausklappen. Ganz toll gemacht. Rein damit. Und zack. So. Rein mit dem ollen Plastikmüll hier. So, warte mal, ich klappe mal die Dinger wieder ein. Upsala, ich klappe mal die Dinger wieder ein, weil das ist doch eine ganze Ecke zu fahren. Aber warum wird es nicht mehr hell? Wisst ihr das? Ist das Echtzeit hier? Der Zyklus? Wäre schön, wenn es wieder hell werden würde. Ach, hier auf der falschen Straßenseite auch noch. Na super. So eine kleine Taschenlampe wäre auch nicht schlecht, wenn wir schon in der Nacht arbeiten. Ein bisschen Licht muss sein. Sie haben wirklich das Movement verbessert mit den Tonnen. Geht jetzt schneller. Alles ein bisschen angepasst. Ja, man muss ja auch mal auf die Wünsche der Community eingehen. Ne? Die kaufen ja immerhin das Spiel und so weiter. Die geben ihr Geld, ihr hart arbeitetes Geld dafür aus. Und deswegen, ja, muss man da schon mal schauen. Und wenn alle dasselbe sagen, wenn jetzt alle zu mir sagen würden, ey, du machst das total scheiße... Und, keine Ahnung, 8 von 10 Mann würden sagen, ja, hör auf, den Schrott zu spielen und so, interessiert kein Schwein. Oder du kannst eh nichts, dann, ja, würde ich es auch nicht weiterspielen, ganz ehrlich. Also, wär mir dann zu doof, ne? Also, dann würde ich es weiterspielen für mich, privat. Aber nicht hochladen, weil warum denn, wenn es keiner sehen will, ne? Und so ist das, denke ich, auch mit so einem Spiel. Wenn ich ein Spiel entwickle und, ja, keine Ahnung, 8 von 10 Leuten schreiben, die Fahrphysik ist scheiße... Und die fuckt einfach nur ab, dann sollte man angehalten sein, daran etwas zu ändern. Ne? Und das ist eigentlich, kann man da schon mit relativ einfachen Sachen ziemlich schnell etwas bewirken oder ändern. Also das geht schon. Und hier wurde ja in dem Fall auch gemacht, ne? Relativ fix reagiert. Ist gut. Durch ein Bienchen verdient. So, aber wir haben unseren Plastikrotz gleich fertig. Dann gibt es wieder ein paar... Zufriedene Gesichter an der Stadt und wir müssen natürlich dann die Story weitermachen. Das wäre noch cool. Aber da stand, glaube ich, Müll, ne? Da stand nichts von Plastikrecycling oder so, sondern irgendwas von Müll. Das, na, da müssen wir mal schauen. Ach so, warte mal. Ich muss ja die Tonne noch wegtun. So, fertig. Einklappen.
Gratulation. So, jetzt packen wir das Ding mal irgendwo ein hier. Oh, da ist ein Parkplatz. Das ist gut. Kommen wir da drauf? Nee, kommen wir nicht. Ist hier irgendwo ein Parkplatz? Hier ist eine große Straße. Gibt es eigentlich immer Parkbuchten? Außer heute. Aber wir drehen einfach um, fahren gegen die Bushaltestelle und dann parken wir hier ein. So, fahr doch nur vorwärts, dass man hier immer 10-mal W drücken muss, bis dieser Kackhaufen reagiert. Mann, 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 Mann. So, abstellen. Meines Erachtens brauchen wir das andere Fahrzeug. Was jetzt? Doch, geht weiter. So, und jetzt fahren wir mit dem hier zum Fragezeichen. So. Genau. Jetzt fahren wir mit dem zu dem Fragezeichen und machen dort die Quest und dann kriegt man auf jeden Fall eine Menge zufriedener Gesichter. Da bekommt man nämlich nicht nur 12, dann bekommt man nämlich 18. Das ist gut, wie ich finde. So. Oben unser Brief blinkt auch schon wieder, weil wir bestimmt jetzt hier diese eine Mission fertig haben, ne? Aber ihr seht's, es lässt sich bedeutend besser fahren. Sonst hätte ich hier schon drei... Was war da jetzt? Eingabe? Sonst hätte ich hier schon drei Unfälle gebaut. So. F. Müllabholung. Job annehmen. Okay. Hä? Ach, hier steht... Oh, hier steht direkt einer. Das ist ja easy. Hier steht auch einer. Hä, wieso stehen hier noch eine andere Tonne? Dann ich muss mit beiden Fahrzeugen hierher. Das wäre doof. Fast die Vermutung. Nee. So, warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. So, jetzt fahren wir hier rum und schauen wir da vorne noch die Tonnen. Vor allem, wo stehen denn die? Ah, guckt mal. Hier hinten stehen die alle drin. An diesen kleinen unbeleuchteten Fleckchen Erde. Alter, das ist ja gar nicht. Also, ja. Jetzt wäre es schon wirklich cool, wenn man ein bisschen Licht hier hätte. Zumindest wenn diese Scheinwerfer hier hinten an diesem Fahrzeug funktionieren würden. Drück doch! Ja. Das ist scheiße. Guck mal, da haben wir zwei so schöne Scheinwerfer da oben drauf, Arbeitslicht. Und hier hinten, du siehst nichts. Das ist doch blöd. Kannst du nur raten, wo hier der Knopf ist? Jetzt. Fahre erst Arm aus. Ja. Ja. Okay. Das ist wirklich doof. Moment. Boah, warum komme ich denn hier nicht durch? Das sieht ja komisch aus. Das sieht aus, als ob das in dem Markt wäre.
Hä, wo soll denn hier noch eine Tonne sein? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Brauche noch eine Tonne. Genau, eine Tonne brauche ich noch. Der hat doch da hinten aber geblinkt. Wo ist denn die? Doch hier geblinkt. Die ist nicht etwa hier reingebackt, oder? Ist so ernst. Da flippe ich aus, wenn die jetzt wirklich hier reingebackt ist. Oh, nee. Aber hier steht keine. Nee, hier steht keine Mülltonne. Keine Chance. Och, Mann, wo ist denn die jetzt? Das Symbol hat es ja so angezeigt, aber ich habe schon gesehen, das war so halb in der Wand drin, ne? Habt ihr auch gesehen, oder? Geil. So. Wir machen mal Folgendes. Wir laden mal neu. Mal gucken, was passiert. Vielleicht ist sie ja wieder da. Wäre ja schön. Man weiß es nicht. Ah. Es ist übrigens, meine Leute, zur Aufnahme sehr, sehr früh am Morgen. Ich habe die Kleine gerade in den Kindergarten geschafft. Da ist jetzt noch eine halbe Stunde. Derzeit kann ich hier ein, zwei Folgen aufnehmen und dann hole ich sie wieder ab. Weil wir haben ja Eingewöhnungswoche, ne? Bisschen zwei Stündchen spielen mit den anderen kleinen Fratze. So. Oh, endlich fertig geladen. Und ich stehe an der gleichen Stelle wieder. Nur ohne... Hä? Lol. Jetzt steht die Mülltonne auch hier, ne? Und der Auftrag ist aber weg. Ernsthaft. Seht an, seht an. Wir haben drei Mülltonnen hier stehen. Komisch, komisch. War die eine doch einfach weggepackt, so wie ich mir schon gedacht habe. Nein, 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 nein. Ah, dein Dreischaft geht zur Neige. Ja, ja, mein Gott. Geht halt zur Neige. So, jetzt habe ich den automatisch angenommen. Genau, jetzt habe ich den Auftrag automatisch angenommen. Boah, Olle, geh mal aus dem Weg. Du hast eine Strafzettel bekommen, weil du einen Passanten erwischt hast. Ja, was steht die dumme Sau auch da so rum? Hä? Kommst du hier rein in den Container? Was ist damit aufgeladen? So einfach ist das. So. Ja, an den Lichtverhältnissen, meine Freunde, da müssen wir wirklich noch was ändern. Also, das wäre echt cool, wenn man da noch was machen könnte hier, weil zumindestens... Es muss ja nicht alle vor 5 Meter da an der Laterne stehen, das ist ja alles schön und gut. Ich meine, in der Nacht sind die Laternen eh aus und noch dazu in der Nacht holt eigentlich auch keiner Müll. Jedenfalls bei uns nicht. Ist aber auch egal, wir arbeiten eben auch nachts, ne? Schichtbetrieb und so weiter, wenn wir das sonst gar nicht schaffen würden hier in dieser riesigen Stadt. Und es wäre nur schön, wenn es irgendwann mal wieder Tag werden würde, zumindest. Aber naja, egal. So, und des Weiteren wäre es einfach schön, wenn hinten die Scheinwerfer gehen würden. Wenn die einfach einen Lichtkegel schmeißen würden, meinetwegen auch separat anschaltbar, weißt du? So, Scheinwerfer vorne, Scheinwerfer hinten und schon ist doch alles easy. Ja, brauchen wir uns gar keine Waffe machen, gar nicht groß rumdoktern hier.
So, einfach die Scheinwerfer vorne separat schalten, Scheinwerfer hin, weil hier, ihr seht's, ich sehe nichts. Und zwar wirklich gar nichts. Kann nur raten, wo hier was ist. So. Aber da ich so gut bin, ne, so ein guter Spieler und sehr viel Erfahrung habe, kriege ich das natürlich trotzdem hin. So, den Auftrag machen wir eben noch schnell fertig, falls das überhaupt möglich ist hier. So. Den machen wir noch ganz schnell fertig, dass wir hier die Points noch einkassieren können. Übrigens, meine Freundin ist auch krank. Oh, die hat Fieber, liegt im Bett, Husten, Schnupfen und so weiter und so fort. Da koche ich dann immer noch einen Tee zwischendurch. Und ja, heute muss ich Mittag machen. Na, das wird lustig. Heute gibt es gebratene Nudeln mit Ei. Ja, der Manus muss kochen heute für die Freundin. Mal gucken, vielleicht poste ich es auf Instagram, was ich gekocht habe. Schaut einfach mal vorbei auf Instagram. Einfach unten, ne, in der Videobeschreibung, da steht da alle Infos über mich und so weiter. Kommt ihr auf meine Homepage und das sind dann alle Verlinkungen. So. Okay, jetzt ging's. Yeah, Baby. Yeah, Baby. So, passt auf. Jetzt können wir erstmal hier reinschillern, ganz kurz. Der Bürgermeister hat nämlich uns auch geschrieben. So, zwischen dir in der Stadt, fantastisch. Die Bürger sind sehr zufrieden mit dieser Geschäft, dass der Stadtrat entschieden, dir einen neuen Vertrag anzubieten. Das bedeutet, du kannst auf neue Jobs in einem Bezirk zugreifen. Oha. Geh zum Vertragsmenü und wähle einen der fünf Bezirke, Altstadt, Wohnbezirk, Industriepark, Geschäftsbürger, Vorstadt, finde den gesamten Einzelzufriedenheitspunkte, um den Vertrag freizuschalten und gibt das Beste, um alle Aufgaben zu erfüllen. Die Bürger zählen auf dich. Gut gemacht, Job erfüllt. Das hat man auch schon. So. Bezirk. Verträge. Ah, guck hier, können wir jetzt freischalten. Was wollen wir machen? Schreibt es in die Kommentare. Ich werde jetzt schon mal was auswählen, aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Ich mache einen Gärtner. Ich habe echt Bock, einen Gärtner zu machen. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Guck mal, IP bis zur nächsten Stufe. Ach so, das geht hier nach Erfahrungspunkten. Genau. Das geht hier nach Erfahrungspunkten. Na? No. Brauchen wir noch ein bisschen was. Einkaufswagen, Fahrzeuge. Das ist die Frage, welches Fahrzeug brauchen wir jetzt? Gehölzpflege. LKW. Kleiner Gehölzpflege, LKW. Ich glaube, den brauchen wir jetzt, ne? Ich glaube schon, ja. Ui. Der sieht ja cool aus. Welchen nehmen wir? Den großen gleich? Erfordert Graslandfertigkeit, erfordert Gärtnerfähigkeit. Und wir haben... Gärtnerfähigkeiten. Hier kommt dann Grasland. Alles klar, also können wir nur den kleinen kaufen, ne? Ist aber ganz gut. So, guck mal, dann kaufen wir den kleinen jetzt hier eben mal noch. Kaufen. So. Genau, das fahren wir wieder ein. Den lassen wir erstmal hier stehen und dann switchen wir mal weiter und schauen wir mal. Jetzt sind wir in dem drinne. So, noch eins weiter. Oh, 20 Minuten schon die Folge. Grauenhaft. Den hat man ja hier abgestellt. Ne? Und jetzt? Ist immer noch Nacht, ich weiß. Aber haben wir 9. Oh, cool. Wenn das nichts ist. Oh, der ist ein bisschen agiler, der Kleine. Ja, läuft, oder? Sehr cool. Ey, der sieht richtig gut aus, ne? Schön. Ja, damit machen wir das nächste Mal weiter. Wir, die Gärtner. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr genommen hättet oder wie ihr es findet, ob ihr auch den Gärtner gemacht hättet. Lasst mir das Däumchen nach oben da. Ganz, ganz wichtig, dass ich hier Motivation habe, weiterzumachen. Nein, Quatsch, habe ich natürlich auch so. Aber dass ihr mir zeigt, dass es euch gefällt. Und in diesem Sinne bin ich erstmal raus. Bis dahin, euer Manus. Tschüss.